Folge Nummer 12 von City Skylines. Wir sind im Berchtesgadener Land mit dem Snowfall DLC. Und letztes Mal haben wir hier zum Schluss die Müllverbrennungsanlage gemacht, die dann schon 6 Wagen auf Tour haben, um den Müll einzusammeln, der ja auch dringend hier abgeholt werden muss. Und hier drüben war es, glaube ich, genauso. Wir haben natürlich auch unsere Deponien hier gerade am Entleeren. Ich glaube, das war auch die, die wir neu gemacht haben mit 14%. Und hier ist noch eine Mülldeponie, die 98% voll ist. Das heißt, die muss gleich nochmal wieder gemacht haben. Ich glaube, die haben wir auch letztes Mal angemacht. Und hier war auch noch eine, die mit 74% ist. Also das ist jetzt schon viel Arbeit für unsere Müllwagen. Was hatten wir noch? Schnee ist hier oben noch alles bedeckt. Wie weit ist denn das mit unserem Schneeladen hier? Hm? Ach, kann man da gar nicht sehen. Schneedeponie ist 7% erst voll. Okay. Kann man das hier irgendwo sehen? Hier ist nur der Verkehr zu sehen und das Schneesymbol wird aber auch angezeigt. Müllprobleme sind immer noch da. Ja, und hier fängt es jetzt an, langsam rot zu werden, weil alle Leute hier in die Stadt fahren, ne? Jetzt müsste man mal gucken, wie man das hinkriegt, dass man das managt, dass das anders läuft, ne? Irgendwie war die Idee jetzt hier so nicht so toll, glaube, direkt hier reinzukommen und dann sofort alles drumherum gebaut zu haben, weil hier jetzt was wegzubauen, gestaltet sich dann doch schwierig, ne? Ich denke, wir müssen schon gucken, dass wir hier mal so einen direkten Zubringer nach hier drüben kriegen und so, ne? Ja, das wird nicht einfach. Vielleicht biegt man gleich schon hier irgendwo noch ab. Ich glaube, wir sollten mal gerade dieses Haus, was da steht, den Dingens entziehen. Dann könnte man notfalls hier irgendwie rein und rüber. Okay, hier gibt es irgendwie ein Problem mit dem Anschluss oder was? Um Strom. Der Mast ist kaputt. Aber okay, war sowieso kontaktet, aber... Ja, vielleicht hat es eine Schneewehe da umgehauen oder so, keine Ahnung. Ja, die sind jetzt alle wegen dem Müll schon hier weg, ne? Und da werden noch ein paar nachziehen. Schön ist das nicht. Aber was willst du gerade machen, ne? Hier hinten fehlt sogar an Strom jetzt gerade wieder. Hier ist der erste ausgezogen, weil es so fürchterlich nach Müll stinkt. Hier hinten fehlt auch der Strom. Windräder drehen aber ziemlich gut. Was haben wir denn hier? Ein Kohlekraftwerk. Und das nächste wäre ein Ölkraftwerk. Das Ölkraftwerk ist natürlich... teuer mit 50.000. Weit weg ist es aber nicht. Wasserkraftwerk ist klar und Solarkraftwerk ist auch klar. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Das wären 12.000. Hier 19 das Kohlekraftwerk. Hier wäre kein... Doch, Verschmutzung ist auch beim Ölkraftwerk, aber nicht so schlimm wie beim Kohlekraftwerk. Und das war doch hier ein Kohlekraftwerk, oder? Nee, nicht abreißen. Ne, das ist Thermal. Da ist das Kohlekraftwerk, okay. Was machen wir da jetzt, ist die Frage, ne? Ja, Strom. Strom ist definitiv ein Thema. Ne, ich glaube, wir machen damit weiter erstmal. Hier oben ist noch ganz viel Wind, ne? Den sollten wir vielleicht erstmal nutzen. Kriegen wir das hier? Ah, da war noch eine Möglichkeit. Den setzen wir noch dahin. Zwei Kraftwerke in der Richtung, Windkraftwerke. Hier ist der Strom jetzt weg, wird aber ein bisschen mehr. Ja, Kommerz ist auch gefragt da unten. Ja, hier, die blubbern alle weg jetzt langsam. Kriegen jetzt alle Strom bis ins letzte Eck, oder?
Jetzt gehen die Straßenlaternen noch sogar an, also dann kann es mit dem Strom ja kein Problem geben, oder? Obwohl, hier gehen sie nicht an, weil wahrscheinlich hier der Strom fehlt, oder wie? Genau so ist es. Hey, sehr interessant gemacht. Gut, hier haben wir noch ein Problem mit Müll und die Straßen sind auch noch nicht geräumt. Okay, da sind wir dran auf jeden Fall. So, wir hatten hier jetzt aber überlegt, dass wir hier eine dicke, fette Straße reinmachen, die dann da irgendwo rübergehen soll. Ja. Die funktioniert aber leider nicht, ne? Wegen zu steil wahrscheinlich, ne? Baukosten 950. Gefälle zu steil. Was passiert denn, wenn ich einen Tunnel machen will? Ja, das würde gehen, ne? Baukosten sind dann so 4000. Kosten Vermögen. Ja, da muss man dann überlegen, was man da macht. Aber das bestimmt nicht jetzt, weil wir da einfach nicht genug Geld für haben, ne? So, andere Alternativen, um den Verkehr rüberzukriegen, das ist die Frage, ne? Kriegen wir hier irgendwas hin? Ja, wir müssen was wegreißen, damit das geht dann, ne? Also die kommen da rein und fahren da rüber. Könnt ihr die hier rüberholen, ne? Ich würde jetzt sagen, man baut hier dieses weg. Und hier hoch, darüber und dann da lang. Das wäre eine Möglichkeit, oder? Wir können ja auch mal hier so ein Teil noch, ne? Quack, da müssen wir hin. Uns erweitern. Geht ja vielleicht auch noch, ne? Ist die Frage, wohin, ne? Wo sind unsere Rohstoffe? Hier unten eigentlich eher. Da gibt's Erze. Hier gibt's nur Wald. Und da drüben ein bisschen Agrar. Tja, das müsste man mal gucken, ne? Hier runtergehen oder darüber gehen? Hier rüber eigentlich, ne? Weil wir wollen ja den Verkehrsstrom hier irgendwo ein bisschen leiten, ne? Kostet 2,9. Was kostet die? 3er. Die 2,9. Okay. Was bietet die denn? Agrargebiet und Wald, Forstvorkommen. Die bietet nur Forstvorkommen und die hier bietet halt Erze und das. Anschlüsse sind keine außer Luftfahrt. Wasser ist dann nicht. Karren hält kein Wasser, okay, aber die enthält Wasser, naja. Gut. Sollte man die kaufen? Viel Geld ist es nicht. Wir müssen gucken, dass wir hier nach hinten kommen, ne? So, und dann können wir mal gerade weiter gucken. Boah, 9000. 4, 8. Ach, die ist jetzt teurer geworden, alles klar. Und Kachel zu Kachel wird's teurer. Auch krass, oder? Ja, nichtsdestotrotz gehen wir dann wieder da rein und schauen zu, dass wir jetzt hier technisch gesehen mal schauen, wie wir hier die Straße darüber kriegen. Um dann da rüber zu kommen, ne? Ja, das bedeutet, da muss man definitiv was für abreißen. Das weg und das weg und ich glaube, das muss auch weg. Und dann kann man wahrscheinlich hier rüber. Und dafür müsste das hier auch noch weg.
Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es mit der Straße so hinkriegen. Da würde ich jetzt eine autobahnähnliche Straße auch was machen wollen, ne? Geht nix, ne? Das bedeutet, wir müssen noch was entfernen und ich glaube, das wäre dieses hier. Und dann wieder die Straße. Diese Straße. Mach die mal so. So, wir können das ja auch mit einer Auffahrt erstmal gestalten. Das wird vielleicht einfacher sein, ne? Das würde so funktionieren. Und wenn die dann schon einen höher ist, dann würde er das schon. Ah, da würde er das machen. Das würde ich ja schon so favorisieren, dass wir das so machen, ne? Dreh das Ding mal. Okay, da wird es nicht rübergehen wollen, aber hier wird es rübergehen wollen. Interessant, aber da reißt auch was ab. Ja, das würde aber jetzt auch egal sein, dass wir das abreißen, weil tendenziell müsste das ja so laufen, ne? Hier wollen wir da lang. Ach so, hier wollen wir dann aber auch schon eine aufgeständete Straße haben, oder? Warte mal, dann gehen wir hier noch rüber. Aber da können wir auch bis da nur gehen. So machen wir das. Ne, dann die. Und die würde jetzt nach da kommen. Ich glaube, wir spielen gerade mit viel Geld, oder? Kann das sein? Ja, 7000 Euro. Das ist gerade viel Geld. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Dann lass uns gerade schauen, dass wir jetzt hier noch die Abfahrt managen. Ich würde da gerne oben bleiben, wenn es geht. Kommen wir denn da irgendwie hin dann? Ah, so wird's gehen. Zack, machen wir so. So, damit ist das geregelt. Und jetzt müssen wir nur gucken, geht das überhaupt aneinander hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist das jetzt hoch oder nicht? Macht er gar nicht. Warum wird da jetzt nichts gebaut, wenn es doch blau ist? Jetzt will er da oben nicht einsnappen, sondern da unten, okay. Ah, jetzt klappt's. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal so machen. Das funktioniert dann wieder nicht, ne? Super, oder? Das bedeutet, wir müssen hier nochmal was abreißen, damit das dann angeschlossen werden kann, ne? Ja,
da ist es egal, aber hier müssen wir ein bisschen managen, ne? Aber eine vierspurige wäre doof. Wir müssen eine Zweispur in gleiche Richtung vielleicht daraus basteln. Vielleicht so. Weil das muss ja dann wieder dann einspurig wie immer, ne? So, dann ist schon mal das geklärt. Autobahn wieder mit dem. Zack. Ah, die ist jetzt natürlich falsch rum, ne? So rum ist so richtig. Und dann das Ganze nochmal hier. Das funktioniert immer so wunderbar hier mit dem Snappen und Nicht-Snappen, ne? Ich habe es noch nicht rausgefunden, wie die nicht snappt. Ja, geht's denn weiter mal? Da gibt's spezielle DLCs, glaub ich, ne? Die das dann machen, dass es funktioniert. So, runter auf jeden Fall, ne? Die geht jetzt gar nicht hier, oder was? Runter geht auch, ja. So. Und dann muss das ja hier irgendwann weitergehen, ne? Da geht's lang, ja. Und die mit der Dinge sieht ganz cool aus, ne? Aber finanziell muss man sich das natürlich auch leisten können, ne? So, und dann gehen wir mal daneben. So sieht es auch einigermaßen aus, oder? Ist nicht schön, aber selten, oder? So. Dann sind wir auch hier angekommen. Das ist ja auch schon mal gut, ne? Ist nur die Frage, wie sich das hier entzerrt dann. Hier muss man dann so ein Autobahnkreuz bauen. Kann ich jetzt das Kreuz drehen? Gute Frage, ne? Ah, so. Und das mag er dann schon wieder nicht mehr. Das ist immer das Coolste, dass das dann nicht funktioniert, ne? Kriegen wir das auch so hin?
Ja, würde schon Sinn machen, so rum, oder? Oder auch nicht. Vielleicht hier so hin. Ich glaube, so. Ist das ein Autobahndreieck? Ja, genau, gut. So, und dann von da einfach noch da anschließen, ne? Und von da einfach noch da anschließen. So sollte es funktionieren schon mal. Okay. Dann käme hier noch die Sache in Frage, dass wir das hier so mal daneben herkriegen, oder? Ich würde das jetzt mal so favorisieren, dass das hier hinterher geht. Geld ist gleich weg. So passt erstmal, ne? So. Jetzt muss hier nur eine Abfahrt hin. Das würde ich jetzt mit einer Brücke machen wollen. Die von da bis nach da geht. So, oder? Und die dann darunter geht natürlich noch. Geht das dann auch? Ah, da. Das liegt jetzt am Geld, ne? Genau. Andere Seite. Zurück. Achthundert, wir haben nur 755, das ist gerade knapp. Na, kommt schon. Vierhundert, ah, da war es gerade blau. So, zack, haben wir. Und jetzt müssen wir noch hier wieder hin und dann die Auffahrt haben. Würde ich jetzt von hier favorisieren wollen, dass das so ist. Ja, das ist dieser Autobahnbau, der geht gar nicht eigentlich, ne? So passt schon. So, dann wäre diejenigen, die von hier kommen und nirgends hin können, die können dann nach hoch und runter fahren. Also die Seite war jetzt vielleicht, nee, Auffahrt war schon richtig, Abfahrt war ein bisschen Blödsinn, ne, oder? So, dann wollen wir hier runter. Ah, das hapert gerade am Geld. So, da ist die Abfahrt. Eine Auffahrt nach da brauchen wir erstmal nicht. Hier hätten wir auch ein bisschen Geld sparen können. Naja, okay. Aber es ist erstmal soweit gut.
Wir kommen hier hin. Wir haben hier keinen Strom wahrscheinlich, aber super Wind hätten wir hier. Und wie das immer so ist mit dem Wind, da kommt das Kraftwerk dann hin im der Abfahrtsbereich. Können wir vielleicht hinkriegen, dass da zwei hinkommen. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Geld. Wie viel sind 6.000 Baukosten? Das dauert einen Moment, bis wir das hinkriegen. Aber das werden wir dann schon hinschaffen, denke ich mal. Ja, 1739 ist gerade nicht die beste Sache, aber ja, irgendwelche Probleme. Ah, hier ist jetzt der Müll voll. Den machen wir jetzt leer. Und da war ein Feuer. Die andere Mülldeponie läuft noch gerade. Okay, hier kann man nicht abholen. Das liegt daran, dass wir das nie hinkriegen. Die Problematiken sind aber erstmal erledigt. Hier ist auch alles im grünen Bereich. Dann geht's doch erstmal, oder? So, hier müssen wir dann überlegen, wie wir mit den Straßen weiterkommen. Hier haben wir ja eine dicke, große. Da ist aber das Windrad wahrscheinlich im Weg. Das müsste man mal versetzen. Könnte man ja auch da einsetzen dann, ne? Passt schon. Okay, die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht, aber alles ist im grünen Bereich. Diese Straße ist jetzt hier unsere... Ja, das ist eine zweispurige Straße im Endeffekt mit einem grünen Streifen. Also ich würde ja tendenziell dazu neigen, dass das die ist. Und die würde ich jetzt mal sagen, fahren wir hier lang weiter, oder? Nee, wir brauchen das erstmal nicht. Okay, wir haben eine Anbindung, die hier ist. Wir müssen gucken, dass diese Anbindung hier noch weiter rüberkommt, dass die Leute hier lang fahren können. Vielleicht hätten wir diese Straße so, wir können diese Straße auch so rummachen. Machen wir auch. Schaffen wir natürlich nicht so anzuschließen, weil zu wenig Geld dafür da ist. So, und dann ist die Frage, warum sollten die über die Autobahn fahren und nicht da hinten lang? Hm, müsste man mal gucken, wie sich das entwickelt dann. ...2500 kommt gerade rein. Müssen wir mal schauen, dass wir das jetzt gerade hinkriegen noch. 960. Komm schon. Na? Jetzt haben wir das. Und dann das Stück auch noch mit 1120. Da müssen wir noch gerade eine Sekunde warten. Oder knapp 500. Und 798. Da war es gerade schon mal ganz kurz blau. Da ist es blau. So, jetzt ist interessant zu wissen, ob die da auch irgendwo lang fahren würden. So, die müssten ja jetzt hier sagen, komm, wir fahren auf diese schicke Autobahn. Ist das hier nur eine Einbahnstraße? Das wäre nicht gut. Ne, das Auto steht ja in beide Richtungen und das auch. Das heißt, man kann auch darüber fahren und dann da rein. So wie dieser Bus das jetzt gerade macht. Fährt bis in eine Sackgasse und dreht dann. Fährt aber nicht auf der Autobahn. Hm, muss man mal gucken, wie das wird. Weiß ich auch noch nicht. Irgendwer schon hier am Fahren? Unser teures... Ah, da. Kann man den folgen? Wahrscheinlich, aber ich komme gerade nicht dran. Ne? Okay, der fährt da lang. Der ist jetzt außen rumgefahren, ne? Ist der da jetzt lang gefahren, weil es schneller geht? Das ist die Frage, ne?
Okay, der will dahin. Wäre ja, also der ist auf jeden Fall da lang gefahren, hat den längeren Weg in Kauf genommen, weil es hier vielleicht langsamer ist, oder was? Das ist jetzt die Frage, ne? Jetzt hat er was abgeliefert. Fährt weiter. Ist die Frage, wo er hin will, ne? Hier fährt er auf jeden Fall nicht schnell. Also die Brücke hier kann man ja auch dann dementsprechend überlegen, dass man die vielleicht gewissen Verkehrsteilnehmern da ausnimmt, dass die da langfahren dürfen. Der fährt jetzt bis da hinten, muss dann drehen, um da hinzukommen. Krass, oder? Na komm, lass den mal da sein, wo er ist. Wir müssen mal gucken, dass wir uns hier vorne einen schnappen, der da jetzt gerade hochfährt. Da ist er. Auf jeden Fall ist er so schnell, dass ich ihn kaum kriegen kann. So, jetzt kann ich ihn verfolgen. Leichenwagen. Alles klar, der fährt jetzt mal noch die letzte Runde über die Autobahn. Ne? Er war immer schnell unterwegs. Ja, aber die Strecke wird ja in dem Sinne auf jeden Fall hier angenommen, weil es hier schneller lang geht. Kann er sein? Das ist ja nicht verkehrt dann. Und der fährt da lang. Und fährt da lang. Wo kommt er denn weg? Das ist die Frage. Er kam von... Ach so, das ist sehr interessant. Ich habe den doch gar nicht... Ach, Dexterbrücke habe ich erwischt. Ich wollte aber ein Fahrzeug haben. Das ist ein Bekleidungs-GmbH-LKW, der jetzt hier lang fährt und dann da nicht aus der Stadt... Jetzt ist die Frage, wo kommt denn der weg? Das wüsste ich auch noch gerne, ne? Von da oben. Keine Ahnung, wie der da lang fährt. Naja, ich glaube, wir brauchen da nicht drüber sprechen. Wir machen aber erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ja, macht mal Kommentare, schreibt mal, was ihr von so einer Umgehungsautobahn da haltet, die ich da gebaut habe und teilt das Video gerne bei euren Freunden, Verwandten, Bekannten und Kollegen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann, macht's gut, tschüss!